Hallo, liebe Hi-Fi-Musikfreunde, hier ist André aus Hamburg und ich möchte euch heute die Software Exakt Audio vorstellen. Mit dieser Software kann man CDs in FLAC-Dateien wandeln und man kann seine CD-Sammlung sozusagen als Kopie oder als Sicherheitskopie auf andere Endgeräte ziehen. Eben hier auf so einen Medienstreamer oder eben auf dem PC, den kann man jetzt gerade nicht sehen, der steht nämlich hinter diesen Blumen gerade. Oder man kann es aufs Telefon tun oder aufs Notebook, wie auch immer, man ist da ganz frei und kann dann die Musik auch jederzeit mitnehmen. Und vor allem auch sehr komprimiert mitnehmen, weil ja die FLAC-Dateien ungefähr die Hälfte der Datenmenge ist, wie sie auf einer CD ist. Klanglich ist das wunderbar und super. Es gibt natürlich auch noch andere Software, es gibt noch XCD und solche Geschichten kann man auch nutzen. Ich habe die meisten CDs tatsächlich mit Exakt Audio in FLAC gewandelt. Oder ich lade sie bei Cubis runter oder Hi-Res Audio, geht ja auch. Man muss ja jetzt nicht immer alles verwandeln von CD auf FLAC. Man kann sie auch wieder neu kaufen, aber wenn man sowieso schon im Schrank da stehen hat, dann kann man das natürlich auch wunderbar nutzen, seine CD-Sammlung eben auf die Festplatte zu ziehen. Ja, wie geht es jetzt gleich weiter mit dem Video? Ich werde in erster Linie erstmal euch zeigen, wie das funktioniert, ne, wie ich eine CD einlege und wie ich dann entsprechend das mit Exakt Audio nutze. Dann im Nachgang, was mache ich mit den Dateien, ne, wie bekomme ich die sozusagen ja, in meinem Mediencenter, da habe ich auch eins, wie bekomme ich das da importiert und dann geht es natürlich auch noch darum, wo bekomme ich die Software überhaupt her und wie installiere ich die, genau, worauf ist da halt dann zu achten. Dann hier nochmal einen herzlichen Dank an Herrn Witt, der mir sozusagen auch so ein paar Jahre schon her gezeigt hat, Mensch, hier André, du kannst auch deine ganze CD-Sammlung kannst du auf den Rechner ziehen, ist auch kein Problem. Und ich dachte, Mensch, da muss ich alles abtippen. Sagt er, nee, das geht auch alles über die Software und über Datenbanken beziehungsweise über die CD-Inhalte, die sowieso ja schon drauf sind. Ne? Die Texte, die so durch den CD-Player laufen, die sind ja auch auf der CD drauf. Damals hatte man ja auch gar keine Internetanschlüsse an seinem PC, an seinem CD-Player oder SACD-Player. Trotzdem hat das ja funktioniert. Also relativ simpel und easy. Ja, dann würde ich sagen, geht's gleich los. Und bevor ich es vergesse, auch nochmal vielen Dank an Arke für deine ganzen Videos. Und ich hoffe echt, dass du wieder Videos machst. Die waren schon toll und man konnte schön deine Entwicklung sehen, wie deine Hi-Fi-Anlage sozusagen gewachsen ist und welche Schallplatten du dir gerne auf den Teller legst und vielleicht wolltest du dir auch einen neuen Plattenspieler dir anschaffen. Das wäre schon mal schön, da mehr zu erfahren. Gut, jetzt würde ich sagen, geht's los mit der Softwarenutzung. Dann sehen wir uns jetzt gleich nicht mehr, weil ich mache das auf dem PC und zeichne es da auf und ihr hört nur noch meinen Ton. Dann bis gleich. Wenn wir die Software installiert haben, dann wird hier auftauchen irgendwo so ein Button Exakt Audio Copy. Das wird bei Mac genauso sein wie bei Windows. Da gehen wir dann gleich mal drauf und sagen öffnen. So haben wir das gemacht. Bei mir mache ich das immer so, dass ich so einen Übergabeordner angelegt habe, wo ich dann, wenn ich diese hier ja, als FLAC-Datei anlege, landen die hier bei mir in den Übergabeordner und von da aus verteile ich das entsprechend ja, auf die Endgeräte. Also entweder hier auf mein Media Center auf dem PC oder aufs Telefon, wie auch immer. Es ist ja nur eine Sicherheitskopie sozusagen, die kann ich dann verteilen, wo ich auch möchte. Weil ich kann ja schlecht eine CD ins Telefon, im Telefon abspielen, geht halt nicht. Aber eine FLAC-Datei, das geht wunderbar und ich kann die Musik mitnehmen. Kleiner Hinweis am Rande, macht euch vorher Gedanken, wie ihr eure Struktur aufbaut. Ich habe das jetzt so gemacht, dass ich zum Beispiel sage, ich habe das Genre Jazz, ich habe das Genre Rock, ich habe das Genre Pop und so weiter und so fort. Und bei, sage ich mal, Rock habe ich dann vielleicht die Rolling Stones und unter den Rolling Stones habe ich natürlich dann die einzelnen Alben. Ne? Also da habe ich Sticky Fingers als Album oder Undercover und whatever, was es dann noch so gibt. Nur mal so als Gedankenstütze. Gut, wie geht's jetzt los? Ich mache das mal ein bisschen größer, lege jetzt die CD ein, das kann ich auch hier rüber machen. Wupp, und jetzt kommt ein kleiner Einspieler, wie ich die CD hier einlege. So, jetzt legen wir diese CD hier rein. Und jetzt kann es losgehen. Dann ist die CD eingelegt und dann werdet ihr, wenn ihr Glück habt, hier gleich schon einen Titel sehen.
Na, noch nicht? Ja, doch, das hat ein bisschen gedauert. So, also das Bild taucht da normalerweise nicht auf. Ich entferne das mal. Ja, Coverbild löschen. So, so wird das, wenn ihr Glück habt, auftauchen. Zumindest, dass da hier was drin steht. Es kann aber auch gut sein, dass hier eben nichts drin steht. Das ist aber nicht so dramatisch. Das holen wir uns dann aus dem Netz. Deswegen ist auch zwingend wichtig, dass der PC oder das MacBook oder der Mac eben auf am Internet angeschlossen ist. Weil hier zum Beispiel, wenn ich hier draufklicke, kann ich mir... Oh, ich mach das mal kurz weg. Ach nein, hier stand ja was. Ne? Hole CD-Information vom Metadatenlieferanten. Also einmal sind die Daten jetzt zum Teil auf der CD drauf, also auch hier die Texte und so. Aber wir holen uns eben auch die Daten aus dem Internet von sogenannten Datenbanken. Da gehen wir mal rauf. Ich sage, möchte ich... Ne, hier hat er sie sogar schon gefunden in der Datenbank FreeDB. Und sage ich, okay. So, wenn wir Pech haben, taucht hier kein Bild auf, dann ist das in der Datenbank hier FreeDB nicht hinterlegt. Ihr könnt auch hier noch andere Datenbanken nutzen. Ich hatte damals zum noch auch noch Glück, dass ich eine andere Datenbank hatte. Da waren alle möglichen Covers hinterlegt. So, bei diesen neueren hier, bei der FreeDB, ist es nicht unbedingt der Fall. Aber alles, was Pop, Rock und bekannten Namen hat, da gibt es natürlich mehrere Bilder oder Coverbilder. Die kann man dann auswählen. Ihr müsst dann nur gucken. Da wird dann auch angezeigt. Ich mache das nochmal. Hier. Hole mal die CD-Information. Ja, möchte ich. So, hier kann es auch sein, dass hier noch mehrere Platten auftauchen mit demselben, also von verschiedenen Labels. Da müsst ihr ja gucken, es steht hier hinten auf der CD drauf, aus welchem, von welchem Label die CD ist, und das sucht ihr entsprechend aus und dann klappt das auch gut. Ansonsten, wenn ihr dann nichts findet, ist doof, dann muss man das halt anders machen. Das würde ich aber ganz zum Schluss euch nochmal den Hinweis geben, wie das geht. Oder ich mache ein zweites Video, genau, ich kann mal ein zweites Video machen, weiß ich noch nicht. Wir werden sehen. Erstmal geht es jetzt weiter, ich habe das hier gefunden, sage ich okay, und dann werdet ihr feststellen, dass hier bei manch einer CD kein Cover dabei ist. Ist aber ja nicht so dramatisch. Ihr könnt das hier mit dem Smartphone abfotografieren, entsprechend bearbeiten und dann hier reinziehen. Sollte man auch machen innerhalb dieser Software, weil diese Software diese Coverbilder mit den Titeln verknüpft und die Datenbank das übernimmt. So, ich habe das hier mal gemacht. Ich habe hier mal das Cover fotografiert, ein bisschen schräg und krumm, aber ist nicht schlimm. Und dann habe ich das entsprechend bearbeitet. Dann sieht das so aus. Ne? Dann habe ich das als JPG abgespeichert, ist ja Standard. Dann tue ich das hier rein und schon ist das fertig. Gut, das ist sozusagen der erste Schritt, um loszulegen. Bevor ihr loslegt, solltet ihr noch überlegen, wo ihr das abspeichert. Das kann man aber schon eingeben, wenn man die Software installiert. Oder ich meine, auch hier gibt es noch diese Einstellung. Da muss man mal gucken, in welchen Ordner ihr das speichert. Ne, benutzerdefinierter Ordner. Dann würde ich sagen, jetzt hier durchsuchen. Ich hätte das gerne. Wo ist es denn? Hier, da ist mein Verzeichnis. Da möchte ich das jetzt als Übergabeordner reintun. Und dann ist das mein Standard-Übergabeordner. Das müsst ihr noch einmal machen und dann ist auch alles gut. So, hier gehe ich da raus. Dann Best Practice sage ich hier, bitte hole CD-Informationen von gewählten Medienlieferanten. Oder ihr gebt hier Alt-G in der Tastatur ein und dann holt er sich das auch. Ich mache das mal, da kommt er wieder hier hin. Da hat er es gefunden, dann wähle ich das aus, sage ich okay, jetzt mein Bild wieder weg. Wenn ich ganz habe, schiebe ich das rein, was ich bearbeitet habe. Zack, ist es fertig. Jetzt kann ich hier noch das Jahr ändern, manchmal taucht das auch gar nicht auf. Dann kann ich das eingeben, steht ja meistens auf die CDs hinten drauf oder auf der CD. Hier kann ich noch das Gremium angeben. Ich packe das hier mal so auf, ist auch nicht richtig, aber... Und hier würde ich das auch, na, da ich das nicht zuordnen kann, packe... Oh, hier kann ich sagen, ist auch Folk, ist zwar nicht richtig, aber geht auch so. Das kann ich machen, dann kann ich hier noch den Titel ändern, wenn ich möchte. Ich kann ja sicher auch was reinschreiben, bop, bop, bop. Und auch hier kann ich noch was reinschreiben, aber ich kann auch hier was reinschreiben. Ne? Hier kann ich zum Beispiel reinschreiben, Doppelklick, und dann sage ich, I like you. So, ne? Könnte ich machen. Oder
Könnte ich auch machen, ne? Wie auch immer. Na, so, kann man hier ändern, man kann das auch hier ändern. Ja, also ist euch überlassen. Ich kann auch hier noch was reinschreiben. Ne? Hier, sag ich mal, ne? Kann ich dann mir überlegen, da kommen sogar hier sogar schon Vorschläge. Da könnt ihr also, seid ihr frei und könnt da was ändern, wenn ihr das möchtet. Normalerweise macht man das ja eigentlich auch gar nicht. Wenn ihr mal eine CD habt, wo keine Informationen hierher kommen und die hier einfach, hier steht nur 1, 2, 3 und hier steht nichts drin, ist ja gar nicht schlimm, dann kann man das halt auch entsprechend von woanders sich organisieren. Ne? Dann sagt man halt STRGC von dem, wo man das haben möchte. Ne, da steht hier nichts drin und sage ich STRGV, zumindest bei Windows so, und dann ist das eingetragen. Gibt manchmal so CDs, oh, ich habe bestimmt 10 oder 20 CDs, wo ich das machen musste. Und es gab auch schon mal CDs, wo ich gar nichts gefunden habe, weil das einfach so eine kleine Band war, die einfach mal selber CDs gemacht haben. Und da war das nicht auf der CD als Information hinterlegt, da musste ich das halt händisch abtippen. Aber wie gesagt, das waren 20 CDs von, ich weiß gar nicht, wie viel ich habe. Aber das war jetzt auch nicht so dramatisch. Gut, wollen wir nicht so viel sappeln. Was man hier auch noch machen kann, es gibt ja auch Menschen, die haben hier Nummern für ihre CDs vergeben, dann kann man das entsprechend dann auch hier übertragen. Ich habe das nicht, ich ignoriere das hier, das ist mir Lattenhagen. Ich suche das eben nach Gruppen und finde das dann auch. Jetzt geht's los, jetzt gehen wir hier mal kurz auf Aktion. Ich möchte das Testen, Kopieren der gewählten Tracks. Und dann sage ich hier, entweder mache ich es unkomprimiert oder ich mache es komprimiert. Also bei mir mache ich das alles auf FLAC, weil dann spare ich die Hälfte des Speicherplatzes und die Rechner sind heute schnell genug. Dann springt er in dieses Suchfenster, also Ordner suchen. Da ich da eben hier schon Übergabe angegeben habe und ich diese CD auch schon mal fertig gemacht hatte, gibt es das hier schon. Ich habe also hier das Verzeichnis angelegt und dann hier Huawei. Erstmal hier habe ich die Band angelegt und hier habe ich dann die CD angelegt. So. Und mal kurz, jetzt würde ich jetzt auf OK drücke, dann fängt er an loszulegen. Da ich ja faul bin, mache ich das meistens immer so, dass ich sage, ne, hier, SRGC, kopieren. Ich gehe mal kurz dahin, hier mein Übergabeordner. Jetzt können wir mal so tun, als hätte ich den nicht. Dann würde ich hier rechte Maustaste drücken und den Ordner anlegen. Und wenn ich das jetzt hier mache, muss ich natürlich, kann ich das nicht zweimal dasselbe hier haben. Ach, jetzt doch, so, das habe ich davor und dann lege ich das an. Dann gehe ich hier wieder rein, mache das nochmal. So einfach geht das. Oder man tippt das ab. Das ist jedem freigelassen, frei, steht jedem frei. Ich bin dazu faul zu. So. Also das war eigentlich der Künstler, das war das, ja, alles klar. Nicht richtig aufgepasst, ne? Deswegen, so würde es wohl besser aussehen. Ne? So muss es sein. Ich mache da mal einen Bindestrich dran dazwischen, damit weiß ich, aha, das ist die Band. Und das ist eben die Scheibe, die ich fertig machen will. Gut, so würde ich dann loslegen. Fertig, dann gehe ich jetzt wieder in meinen IAC. Jetzt fangen wir an, jetzt drücken wir hier drauf. Teste und kopiere gewählte Tracks. Komprimiert, so. Ich will das Verzeichnis auswählen, jetzt könnte ich mal das neue nehmen. Nehme ich das hier. Dann suche ich diesen Ordner aus und jetzt sage ich, ich kann sogar hier sogar einen Ordner erstellen, es geht sogar hier. So, also sage ich okay und jetzt kommt dieses Fenster und jetzt fängt er an hier zu rechnen. Da muss ich mal kurz was trinken. So wie sappeln kann ja keiner. Es gibt auch schon wieder Bohraktionen hier unter uns. Ah, ist gar kein Bohren, das ist der Rechner, der jetzt anfängt hier das CD-Laufwerk sozusagen. Oder bei mir ist es ein DVD-Laufwerk. Und holt sich die Daten. So, ihr seht also auch, er prognostiziert, wie lange das dauert. Also hier pro Track und hier, wie lange die ganze gesamte CD dauert. Und jetzt hole ich mir mal das Verzeichnis, wenn ich da noch rankomme. Ich glaube, hier drin haben wir es, ja, da legt er das an. Da hat er das schon das Cover hinterlegt. Jetzt gehe ich wieder zurück. Jetzt habe ich beides. Na, jetzt fängt er an, hier sozusagen den ersten Track anzulegen. Ich ändere mal die Ansicht, gehe mal auf Details. So, das ist eben das Cover und hier ist halt, da kann man auch sehen, dass es jetzt noch eine Wave-Datei ist. Hier ist noch eine Wave-Datei, ist noch nicht fertig. Er hat den Track gelesen, Test ist fertig, hat es gerade mal getestet.
Das kann man dann hier auch sehen. Hier ist die Fehlerkorrektur. Das, was der CD-Player normalerweise macht, kann man hier auch sehen. Und gleich ein Hinweis, wenn ihr hier so eine CD habt, die pro Punkt über eine Sekunde braucht, das gibt es auch, dann müsst ihr auch mal abwägen, ob das noch Sinn macht, diese CDs zur FLAC-Datei zu überschreiben. Ne, dann zeigt er auch manchmal hier, dass das 8 Stunden dauert pro CD. Das ist mal so fraglich, weil er dann wirklich jeden Track korrigiert oder jeden Punkt hier korrigiert. Ist mal die Frage, ob man das haben will oder ob man sich sagt, okay, ich organisiere mir diese CD auf dem Flohmarkt. Da gibt es CDs, Standard-CDs für 50 Cent, habe ich mir sagen lassen. Oder man kriegt auch viele CDs für 1 Euro hinterhergeworfen. Wo und wie, kann ich mal ein anderes Video zu machen, muss ich da mal hingehen, kann ich euch das zeigen. Auf jeden Fall macht das dann Sinn, sich die auch vielleicht eine gebrauchte CD für 1 Euro zu kaufen, in der Hoffnung, dass sie besser durchläuft. Und ansonsten kommt die halt in Müll. Man kann es natürlich auch hier durchlaufen lassen, wenn das nicht ganz so extrem ist. Zum Schluss zeigt er uns auch, wie viel er korrigiert hat. Also ich bin ja jetzt nicht unbedingt ein Freund von und hole mir dann doch die CDs meistens neu. Ja, und eigentlich ist es ja auch so, man geht ja ordentlich mit seinen CDs um, es sei denn, man fährt Jeep mit diesen CDs und mit dem Geländewagen halt, ne, und dann schlägt schön der CD-Lesekopf immer auf die CD auf. Das findet der Lesekopf nicht gut und die CD nicht. Und dann kann man die CDs und den CD-Player irgendwo noch wegwerfen. Deswegen ist es einfach auch echt cool, dass man es heute alles über das Telefon machen kann oder Medienplayer einfach ans Radio anschließen, hat man das Problem nicht, weil die nicht mehr auf Festplatten oder auf drehenden Geräten, wo man das auslesen muss, ausgelesen werden, die CDs. Ihr seht, ich überbrücke hier die Zeit. Das dauert ja immer noch 4 Minuten. Ich werde das wohl gleich zusammenschneiden und dann sind wir gleich am Ende. Aber hier könnt ihr schon mal sehen, ne? Hier hat er eine FLAC-Datei aus der Wave-Datei gemacht. Hier ist dann der zweite Titel auch schon angelegt. Und jetzt kommt gleich der dritte. Da ist es erstmal eine Wave-Datei. Zack, da seht ihr hier hinten eine Wave. Ups, so, was habe ich denn da jetzt erwischt? Hier ist es eine Wave-Datei. Gehen wir daneben mit dem roten Backen, mit dem roten Pfeil. Und wenn der dann fertig ist hier gleich, wird das auch dort eine FLAC-Datei. So wie ich das gerade gehört habe, bei dem Kabeltest von IronMade ist es halt auch so, dass man ja auch andere Arten von Dateien anlegen kann. Wo ich von abraten würde, ist halt MP3. Also das ist nicht meins. Und was mir immer ganz wichtig ist, man kann ja die Daten auch hier von Cubase oder Hi-Res Audio erwerben und dann runterladen. Und dann hat man die auch entsprechend zur freien Wahl. Und vor allem, man hat sie halt bei sich auf den Endgeräten und ist nicht aufs Internet angewiesen. Gibt es ja auch mal den Fall wie bei Planet of Platte bei dem YouTube-Kanal, die schön sich um LPs kümmern und so. Und dann mal ein Livestream machen wollten und irgendwie war was mit dem Internet und dann geht nichts. Wenn das Internet nicht geht, dann geht auch nichts mit Stream. Insofern habe ich gerne meine Daten bei mir auf den Endgeräten. Entweder auf dem Server oder auf einer NAS oder eben auf dem PC oder auf dem Notebook. Da gibt es ja mehrere Facetten. Gut, ich würde jetzt sagen, wir warten jetzt hier nicht lange. Ich schneide jetzt erstmal und dann kommen wir gleich zu dem Punkt, wo die Auswertung hier kommt. Das dauert noch ein bisschen. So, wir sind schon bei 8, 7, 5, 4... 2, 0. Mensch, da ist er gesprungen. Jetzt sollte er fertig werden. Das macht hier die Wave auch hoffentlich gleich mal zur FLAC-Datei. So, da sagt er, er ist fertig, sagt er. Mensch, gut. Hier, Audio, Auslesevorgang ist fertig. Gut, dann sage ich jetzt hier okay. Wenn er fertig ist, ist wunderbar. Jetzt kriege ich hier nochmal den Hinweis. Na, kann ich das mal hier rüberschieben. So. Track-Status und Fehler. Also hier Track-Qualität, also hat keine Fehler gefunden. Und ja, das sieht überall so aus. Hier sagt er hier unten auch keine Fehler aufgetreten. Ende des Status-Reports. Ja, so, jetzt kann man hier theoretisch noch Überprüfung der Tracks noch angeben. Im Grunde sind wir jetzt fertig. Gut. Mit dem Spitzenpegel könnt ihr jetzt auch nichts anfangen, ne? Ob ihr dann 100% habt oder 98. Ich gehe ja mal davon aus, dass 100% 0 dB
FS sind. Naja, wie der Oma, Igel kann das viel besser erklären. Und hier ist eben obenrum noch ein bisschen Headroom. Ne? Weil es für 101 wäre halt doof, ne? Weil 100% ist bei digital halt voll. Ne? Da 101 gibt es nicht. So, dann sage ich okay und dann sind wir eigentlich schon fertig mit dem Ganzen. Jetzt habe ich also hier, ja, da wollte ich hinklicken, hier habe ich meine CDs, hier habe ich hier mein Verzeichnis und jetzt ist natürlich die Frage, was mache ich damit? Ne? Also ihr könnt das natürlich jetzt hin und her kopieren, wie ihr wollt, oder ich gehe jetzt hier in mein J-River Mediencenter, das ist noch der alte, der 25, muss man nicht ständig updaten. Da könnt ihr auch im Internet mal gucken, wo man den herkriegt. Und jetzt ganz einfach, jetzt gehe ich jetzt hier drauf, laden, Dateien, Explorer und wo habe ich das gelassen? Bei mir liegt das jetzt auf dem Desktop. Jetzt ist es natürlich ein bisschen blöd, dass es mir das hier nicht so anzeigt, nicht? Ach doch, hier oben, da. Ne? Also meine anderen CDs liegen jetzt ganz woanders. Ich mache das nur beispielsweise jetzt einfach nur mal hier. Desktop, hier ist mein Übergabeordner und ja, ich habe ja die hier eben gemacht. Dann hole ich mir das und sage jetzt hier in Bibliothek importieren. Wenn ich hier draufklicke, zack, hat er sich das geholt. Wupp, und zeigt er auch an, dass er die geholt hat. Und hier sind dann die Titel alle mit dem Cover verbunden. So, ne, und dann ist das sozusagen bei mir hier mit in die neuen Alben mit vertreten. Und dann kann ich hier drauf gehen und sagen, so, ihr seht hier, ich habe das schon mehrere Male jetzt gemacht, ich muss das alles nochmal wieder aufräumen demnächst. Ach, hier zeigt er das auf, die Bittiefe, genau. Ne, hier ist die Bittiefe, habe ich das so eingestellt und hier die Ablastrate. Ist ja schon mal interessant, wie das so aussieht, ja. Und dann geht es los. So, mehr darf ich ja nicht. So, ganz einfach ist das. Ihr seht, das ist relativ simpel. Was eben wichtig ist, dass ihr einfach euch eine Struktur überlegt. Ja, der Rechner ist gar nicht da. Ich muss das mal hier machen. Ihr müsst euch eine Struktur überlegen. Ne, hier. Filme, Musik und dann habt ihr hier eben diese gesamten unter, ja, die ganzen Gremien, Genres, das ist richtig, Jazz, Pop, wie auch immer. Und dann findet ihr entsprechend, ja, hoffentlich eure Musik da auch wieder. So, und die Datenbank greift nachher auf diese Daten zurück. Habe ich sie jetzt hier? Da, ne? Da habe ich schon mehrere davon angelegt, das hatte ich alles schon mal gemacht, um euch das zu zeigen. Hier am 13.11. und so weiter und so fort. Heute ist ein anderer Tag. Ja, auf jeden Fall ist das der erste Schritt und der einfachste Schritt, eure Daten da drauf zu kriegen. Und jetzt zeige ich euch noch, ja, wo man die Software herbekommt und wie man die installiert. Und da gibt es noch zwei, drei Sachen, da muss man noch kurz darauf achten, aber ansonsten ist das ganz easy und ganz einfach. So, jetzt suchen wir uns die Software. Ich habe das hier schon mal eingegeben, weil ich das schon ein paar Mal hier das Video versucht habe zu machen. Gehe ich hier auf Exakt Audio Copy, das gebe ich hier einfach ein. Hier gibt es nochmal so einen Hinweis von Wikipedia, da könnt ihr mal was nachlesen. Aber ihr könnt auch gleich hier drauf gehen, Exakt Audio Copy. Und es sollte hier auch exaktaudiocopy.de stehen. Das ist die Original-Site. So, gehe ich da drauf. Normalerweise ist das alles in Englisch, ist ja kein Problem. Google schlägt ja dann hier auf Deutsch vor, dann sage ich jetzt mal Deutsch. Also ich könnte das auch in Englisch, aber es geht ja jetzt hier erstmal darum, dass die meisten vielleicht doch Deutsch, das gerne in Deutsch hätten. So, dann sage ich okay. Hier gibt es auch ganz viele Hinweise, Merkmale, Einführung und Technologie. Und was kann man sich mal durchlesen oder hier gibt es auch FAQs. Und also geht ja mal drauf auf die Seite, guckt euch das an. Das ist ganz simpel und easy und das kann man dann auch alles übersetzen lassen auf Deutsch. Also man kommt da gut mit klar. Wenn ich es jetzt runterladen will, Achtung, nicht hier, wo man runterladen ist, das ist was anderes. Ne? Das will ich, wollt ihr gar nicht. Ihr wollt hier auf der Seite, geht hier runter, dann steht hier entweder in Englisch Download oder in Deutsch herunterladen. Und da klicken wir jetzt drauf. Hier steht dann die Version, von wann die ist und so weiter und so fort. Und hier steht ganz fett in Rot Download. Da klickt ihr jetzt drauf. Und hier oben, zack, holt er sich das schon her. Das ist relativ schnell. So groß ist die Software gar nicht. Kann man mal sehen, wie klein diese Software ist. Ja, und ist hier der Download-Ordner schon gleich angezeigt. Dann klickt er hier drauf. Klickt da drauf. Ah, da ist er. Ne? Hier ist die Software. So sieht das aus. Wunderbar. Klickt jetzt Doppelklick drauf.
Das wird bei Mac ähnlich sein, aber wie man bei Mac eine Software installiert, kann ich euch nicht sagen. Habe ich nicht. So, und dann geht's los. Ne? Okay, welcome. Hier ist natürlich alles Englisch. Next, ja klar. Wollen wir das? Bin ich damit einverstanden? Oder fährt gerade so ein Rohrputzer bei uns vor der Straße vorbei? Hier will er wissen, welches Verzeichnis er haben will. Das könnt ihr ja ändern. Das kennt ihr von anderer Software auch. Sage ich, ja, alles okay, will ich haben. Hier will er das, den Namen anlegen, wie man das nachher findet. Ich sage, alles okay. So, braucht man jetzt sich nicht mit weiter auseinandersetzen. Hier kommt der erste Hinweis. Hier ist die Frage, was wollen wir denn hier überhaupt an Datenformaten ablegen lassen. Also wichtig ist hier halt, dass hier Flex steht und dann sage ich installieren. So, und dann fängt er an, das zu machen. Und ihr fragt euch hier, soll er das jetzt starten? Und sagt natürlich, ja, finish. Und da seht ihr zum Beispiel, zack, da fängt er an. Dann können wir das hier wegmachen, das brauchen wir nicht mehr. So, es wurden die Testversionen des Metafilms mit installiert, soll die 10-CD-Testversion als aktuelle, das könnte sein, ja, wird vorinstalliert werden. So, und jetzt geht hier, ihr könnt es jetzt alles schön durchlesen, ihr könnt mir auch vertrauen und sagen, hier, ich gehe jetzt schon mal auf Weiter. Hier guckt er dann, welches DVD- oder CD-Laufwerk ihr im Rechner habt. Ja, das, ich habe das schon auf dem Notebook gemacht, ich habe einen anderen Rechner, da funktioniert das wunderbar. Also es geht mit CD-Laufwerken oder DVD-Laufwerken, das ist alles easy. Sagen wir wieder Weiter. So, dann will er hier was wissen. Was soll für dieses Laufwerk getan werden? Ich bevorzuge genaue Ergebnisse. Also ich bevorzuge genaue Ergebnisse. Mir geht es nicht um Geschwindigkeit. Also ist das schon mal super. Das kann man auch nachträglich alles mal einstellen. So, hier geht es dann auch weiter. Das ist auch wieder dieses CD-Laufwerk. Und jetzt testet er das. Dazu muss man eine CD da eingelegt haben. Habe ich tatsächlich noch. Jetzt testet er. Warte mal, hört ihr das Brummen? Naja, da fährt er jetzt die CD ab, testet das entsprechend. Das ist er jetzt gleich mal fertig, das dauert ein bisschen. Plötzlich war das Bild weg und er ist fertig. Dann können wir jetzt hier einfach sagen, weiter, weiter. So, was haben wir hier? Nee, ich möchte das alles nur auf Fleck. Ich will kein MP3, aber das ist ja jedem frei überlassen. MP3 bin ich kein Freund von. Jetzt müsste ich hier noch meine E-Mail-Adresse angeben. Weiter, fragt aber auch nicht nach. So, jetzt ist die Frage des Schematas, wie er das abspeichern soll. Da könnt ihr jetzt mal drauf gehen. Müsst ihr euch überlegen, sollte man auch am Anfang einmal sich ja mal Gedanken drüber machen, weil das kann man auch nachträglich auch wieder an einer anderen Stelle ändern. Ich habe ich aber nicht gemacht, weil ich bin da ganz zufrieden mit. So, fertig. Sudele. Jetzt könnte man loslegen. Jetzt ist man damit fertig und jetzt könnte man sozusagen die erste CD als FLAC-Datei ändern. So, jetzt hat er hier aber noch eine andere Datenbank. Da können wir mal gucken, ob die überhaupt funktioniert. Dann gehe ich mal drauf und sage, so will ich haben. Ja, möchte ich überschreiben. Aha, hier muss man sich also anmelden. Ne? Hier, kostet so und so viel Dollar. Könnt ihr machen, könnt ihr auch lassen. Ich will das nicht haben. Ich nehme dann doch wieder, die hatte ich hier drin. Ne? Genau. So, das kann natürlich schon mal Vorteile haben, diese bezahlten Datenbanken, weil dann mehr Covers oder mehr CD-Titel hier zu finden sind. Ne? Hier. Ne, dann tauchen hier von verschiedenen Labels die dann auf. Das kann gut sein. Ich habe das nie gemacht. Ich kam da auch so mit klar und alles ist gut. Ich sage jetzt mal abbrechen. Genau, wie vorhin, dann kann es jetzt losgehen und sage ich jetzt komprimieren und dann würde er loslegen. Gut, um diese ganzen Einstellungen und CD-Laufwerke zu ändern, kann ja auch mal sein, ich kaufe mir jetzt ein neues, besseres CD-ROM-Laufwerk. Dann könnte ich das natürlich entsprechend hier alles nochmal nachträglich einstellen. Da könnt ihr euch mal durchklicken, was man da alles machen kann. Das hatte ich damals auch mal so nebenbei mir mal alles angeguckt. Hier ist dann nochmal die Sortierung, ne? Also Titel, Tracknummer und dann Titel. Das kann man alles ändern, je nachdem, wie ihr es gerne hättet. Wie ihr mit Sonderzeichen umgehen soll. Das sind die Datenbanken, die ihr wohl nutzt. Was habe ich hier noch? Schnittstellen, Brennen will ich ja gar nicht. Hier ist, der Ordner, was ich vorhin angegeben habe. Das habe ich. Ne, da hier könnt ihr dann drauf gehen.
Und in meinem Beispiel würde ich dann hier drauf gehen. Wo ist denn mein Desktop? Finde ich mal nicht. So, hier. Und dann würde ich das immer, hier wird er dann landen, wenn ich das dann abspeichern will. Und dann könnte ich dann entsprechend, bräuchte ich mich nicht mehr durch die ganzen Verzeichnisse klicken. Hey. So, hier kommen wir wieder runter. So. Irgendwo war doch noch hier was von der... Achso, Auslesung, Kompressionspriorität und die Fehlerkorrekturqualität. Das würde ich auf jeden Fall auf hoch setzen. Ne? Und hier, das würde ich auch auf hoch setzen. So, das seid ihr auf der sicheren Seite, weil wir sind ja alle in Anführungsstrichen High-Ender. Na, wir wollen natürlich die besten Ergebnisse erzeugen. Ne? Ja, das war es eigentlich schon. So einfach ist das. Und jetzt könnte man natürlich sein ganzes CD-Archiv als FLAC-Dateien übertragen. Das habe ich gemacht, über 3 Monate, immer abends, laufen lassen. Ich habe ja noch einen anderen Rechner, der hat das dann gemacht, so nebenbei. Dann bin ich immer mal wieder hingegangen, habe das dann entsprechend eingestellt. Irgendwann war ich damit fertig. Und dann ist das natürlich sehr bequem, dass man all seine Daten hier in so einem Mediencenter hat. Ne? Also... Hier habe ich meine neuen Alben, aber ich kann natürlich auch noch Interpreten suchen. Ich kann hier auch suchen. Das fällt mir gerade mal nichts ein. Ach, was wollen wir denn mal suchen? Hier, ich rufe Chris Rea. Ah, guck, ne, da findet er meine Chris Rea CDs. Allerdings jetzt als FLAC-Datei. Und ich habe sofort. Ne? So, wenn man jetzt noch eine Tastatur hat, die man mitnehmen kann, ne, dann kann ich mich aufs Sofa setzen und habe eine Funktastatur und dann ist das alles ganz easy. Das ist hier zum Beispiel einer meiner Test-CDs. Diesen beiden Stücke, die kenne ich mit meinen Lautsprechern auch bestimmt schon seit 30 Jahren, so ungefähr, hätte ich beinahe gesagt. Zumindest seitdem es die CD gibt, also 91. Und die kenne ich auch als analoge Schallplatte und ich weiß, wie das klingen kann. Und das ist einer meiner Test-CDs, diese beiden Stücke. Ne, also ich weiß gar nicht mehr, bei welchem Stück das war. Ich glaube bei dem, wenn der Bass dann von unten so nach hinten, von hinten nach vorne rollt, so würde ich es mal beschreiben. Ach, das ist, das liebe ich, da bin ich süchtig nach. Genau, so, aber hier zu diesem J-River Medien Center kann ich irgendwann nochmal ein anderes Video machen. Da würde ich jetzt erstmal mich jetzt nicht mehr mit in diesem Video mit befassen. Hier, das, bei mir ist es ja auch schwarz, normalerweise ist es weiß, das kann man alles umstellen, da kann man alles Mögliche auch mitmachen. Hier gibt es dann auch die Eigenschaften und ach, was man alles machen kann. Das ist ein extra Video wert. Das mache ich irgendwann später mal. Also noch ein kleiner Hinweis hier zum Exact Audio Copy. Wenn ihr hier nur bestimmte Tracks mal übertragen wollt, könnt ihr das auch machen. Dann sagt ihr hier, zack, ich will die gar nicht haben. Ne? Wenn die hier einen Haken haben, werden die gemacht. Wenn ihr die Haken rausnimmt, werden die nicht gemacht. Und dann kann ich auch hier sagen, ich habe hier einen Haken drin. Und dann macht er nur dieses Stück. Zum guten Schluss möchte ich mich natürlich schon mal bedanken für alle, die es bis hier durchgehalten haben. Und lasst doch bitte ein Like da und einen Kommentar. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr wieder dabei seid. Und dann würde ich sagen, hier ist euer André aus Hamburg und ich sage tschüss, bis zum nächsten Video. Bis dann.